So belebt wie in den letzten Tagen hatte man sie schon lange nicht mehr gesehen, die große Haupthalle in Tempelhof. Doch der Trubel konnte nicht darüber hinwegtäuschen, es lag Wehmut in der Luft. Fluggäste waren es kaum noch, die sich hier im Weit der altehrwürdigen Halle verloren. Die meisten waren schlicht gekommen, um Abschied zu nehmen. Abschied von einer Legende, die vielen ans Herz gewachsen ist und die nun nur noch in privaten Fotoalben weiterleben wird. Auch wenn so mancher diese Gefühle nur schwer nachvollziehen dürfte. Noch einmal rückte der Traditionsflughafen an diesen letzten Tagen in den Mittelpunkt des Medieninteresses. Erwünscht kam man sich hier dennoch nicht vor, eher als ein Hindernis zwischen Bühnenarbeitern, Sicherheitsleuten und Absperrbändern. Das nahende Ende ist überall sichtbar. Die Autovermietung verlassen, die Ticketschalter verwaist. Nur noch beim Air Service Berlin herrschte so etwas wie regulärer Flugbetrieb. Wer hier eines der begehrten Tickets ergatterte, konnte sich noch ein letztes Mal stilecht mit dem legendären Rosinenbomber in die Lüfte über Tempelhof erheben. Zurück am Boden ein letzter Blick auf die vertraute Silhouette, die in ein paar Stunden schon Geschichte sein wird. Dann, wenn die letzten Flugzeuge vom Rollfeld verschwunden sind und sich die Türen in Tempelhof endgültig schließen. Man sieht das Herz und